Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Da es ja wieder um die U19 geht, haben wir uns wieder einen absoluten Experten für die Jugendmannschaften des ersten FC Köln eingeladen. Bei uns ist erneut von fc.com der Kurt Ludwigs. Moin Kurt, grüß dich. Hallo Dennis, hallo Marco, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir müssen dir danken, denn darf ich hier an dieser Stelle leaken, was heute für ein Tag Ja, ist? sicher, selbstverständlich. Genau, weil der Kurt hat nämlich heute Geburtstag und trotzdem ist er hier bei uns, trotz dessen. Trotzdem ist er Ja, hier. er ist trotzdem Trotzdem hier, ganz genau. ist er bei trotzdem hier, genau. Ja, aber Schwieriges ganz, ganz großen Wortspiel. Respekt. Wir mussten ja relativ kurzfristig dann umschaffeln, eben weil der Marco zuerst keinen Empfang hatte und dann beruflich sehr eingespannt war. Deswegen mussten wir ganz kurz den Tag noch verlegen, von gestern auf heute. Und da hast du gesagt, nee, trotz deines Geburtstages kommst du hier hin. Also ganz großen Respekt. Ehrensache. Bitte, bitte an alle Hörerinnen und Hörer, lasst ihm doch mal ein bisschen Liebe da auf Social Media. Am morgigen Mittwoch, oder wenn ihr das hört, liebe Hörerinnen, wahrscheinlich heute, am 29.09., spielt der erste FC Köln im Europapokal. Also quasi, fast. Genau, Kurt, erzähl uns doch mal, wer von uns spielt europäisch und warum hat das keiner mitgekriegt oder wie war das? Ja, also Europapokal am Geisbockheim. U19 spielt in der ersten Runde, im Hinspiel der ersten Runde gegen den KRC Genk. Wenn man da in die Materie etwas reintauchen möchte, dann fällt einem zunächst mal auf, dass ich nicht gesagt habe gegen die U19 des KRC Genk, weil es keine U19 des KRC Genk gibt. Das ist etwas verwunderlich. Das hängt mit dem belgischen Nachwuchssystem zusammen. Seit der Saison 2018-19 gibt es da keine U17 und keine U19-Mannschaften. Das hat etwas damit zu tun, dass die Belgier, genau wie die Holländer, wenn es um den Fußball geht, sehr innovativ und pragmatisch sind. Der Hintergedanke ist einfach der, dass die Spieler in der U18 dann in eine Mannschaft kommen, die sich Belofte nennt, in der Spieler vorzufinden sind, die 18 bis 20 Jahre alt sind. Und somit diese Spieler, die dann eigentlich, wenn sie in der U18 sind, also im jüngeren A-Jugendjahrgang, noch ein Jahr U19 spielen müssten, wenn sie in Deutschland wären, ein Jahr früher an den, ich sag mal, Seniorenfußball, Erwachsenenfußball gewöhnt werden. Und das hat in Belgien durchaus positive Effekte erzielt. Ja, KRC Genk ist eine Mannschaft, die aus einem ganz kleinen Ort stammt, keine 70.000 Einwohner, und die also mit Bordmitteln, mit eigenen Mitteln, im belgischen Spitzenfußball sehr gut mithalten kann. Zurzeit mit einem Punkt Abstand, glaube ich, auf Platz 3 der belgischen Liga liegt. Und dies vor allen Dingen ihrer wirklich fantastischen Jugendarbeit zu verdanken hat. Da stammen also so Leute wie Kevin De Bruyne her, Origi vom FC Liverpool. Also ganz, ganz viele spätere Weltstars sind in Genk ausgebildet worden. Ja, und das ist eine Mannschaft, die ein sehr, sehr, sehr schwerer Gegner für die U19 des ersten FC Köln ist. Genau. Thibaut Courtois könnte man auch noch nennen, Ja, Christian genau. Benteke, genau, da sind schon Ja. einige aus der Kaderschmiede gekommen. Die haben doch vorne auch so einen Stürmer, den du schon mit Romelu Lukaku verglichen hast, ne? Ja, Dem, ja. Diawara heißt er, glaube ich. Ja. Sekou Diawara ist 17, spielt aber in dieser, ich sage jetzt mal, in An- und Abführung U21 und schießt da ein Tor nach dem anderen und gilt also in Belgien, ne, als der neue Lukaku. Einmal von der Figur her ähnelt er Lukaku sehr. Und also auch ein Spieler, der technisch sehr gut ist, der einen fantastischen Torabschluss hat und eben durch seine Körperlichkeit, ne, im Strafraum unglaublich gefährlich ist.
Ja, das heißt, da kommt einiges auf unsere Jungs zu, wenn man das so hört. Was können wir dem denn entgegenhalten als erster FC Köln? Ja, die U19 hat bis jetzt eine Saison mit Auf und Ab gespielt. Ja. Wir haben erst das letzte Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf 6-1 gewonnen. Ein sicherlich überzeugender Sieg, nachdem Stefan Rothenberg allerdings gesagt hat, war schön, dass wir so hoch gewonnen haben, es war aber nicht alles gut. Und den Eindruck muss man noch haben, wenn man die Saison der U19 verfolgt. Das erste Saisonspiel ging zum Beispiel 4-1 in Schalke verloren und war wirklich sehr schwach. Das Problem, es gibt zwei Problemfelder, glaube ich, bei der U19. Das eine Problemfeld ist die Innenverteidigung. Es lässt sich auch ein bisschen daran erkennen, dass Stefan Rothenberg also da immer wieder neue Varianten ausprobiert. Es ist kein Innenverteidiger in der U19 gibt, der also jetzt nur wirklich voll überzeugen kann. Und das zweite, meines Erachtens auch größere Problemfeld, ist etwas überraschend, und zwar ist das das Mittelfeld. Eigentlich von der nominellen Besetzung her ein Mittelfeld, das seinesgleichen im deutschen Nachwuchsfußball sucht, aber wo jetzt nicht immer ein Rädchen in das andere greift. Also da haben wir Philipp Wiedra, der ja auch bei den Profis war, Jens Kastrop wird morgen spielen, Michael Weschenbach, Simon Breuer, Wladimir Frantea, Nicolas Beilich. Das sind also alles Jugendnationalspieler, alles wirklich große Talente, denen aber Konstanz fehlt und wo, wie gesagt, das Zusammenspiel mal sehr gut funktioniert und dann eben deutlich schlechter, wie zum Beispiel gegen Schalke, wie auch bei der 0-1 Heimniederlage im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Das sind so die beiden Bereiche, wo es ein bisschen schwierig ist. Wie das jetzt für morgen aufgefangen ist, muss man sehen. In der Youth League gibt es ja die Regelung, dass zunächst mal so ein 40er-Kader von den teilnehmenden Mannschaften benannt werden muss. Das hat der FC auch gemacht. In diesem 40er-Kader dürfen 5 Spieler aufgeführt werden, die aus dem 2002er-Jahrgang stammen. Das sind jetzt die Spieler, die bei uns schon U21 spielen. Und das heutige Spiel, die U21 hat heute in Wiedenburg gespielt. Und an der Aufstellung kann man jetzt schon sehr viel absehen. In der Aufstellung fehlten nämlich Marvin Obutz und Jens Kastrop. Und bei beiden kann man also davon ausgehen, dass die morgen Abend spielen werden. Joshua Schwirten fehlte auch möglicherweise. Denkt Rothenberg auch darüber nach, den einzusetzen. Also es wird mit einiger Wahrscheinlichkeit keine reine U19 des 1. FC Köln morgen Abend auftreten. Das, ich meine, Marvin Obutz ist, braucht man glaube ich wenig zu sagen, ist in sehr guter Form. Eigentlich noch wichtiger wäre es, wenn die Innenverteidigung verstärkt werden könnte. Da gibt es ein Problem. Yusuf Örnek ist zwar im 40er-Kader aufgeführt, ist aber gesperrt. Und ich weiß jetzt nicht, das habe ich so schnell auch nicht klären können, inwieweit er trotz dieser Rotsperre für die Youth League verfügbar ist. Das wäre eine ganz wichtige Verstärkung. Ja, absolut. Obutz, noch ganz kurz als Nachtrag, ist ja Jahrgang 2002. Das heißt, er ist dann noch spielberechtigt. Und gerade wenn du sagst, dass die Belgier ja auch nicht mit einer reinen U17 da auflaufen, ist das ja auch keine irgendwie Wettbewerbsverzerrung oder sowas. Überlegungen, Jan Thielmann in den Kader zu nehmen, gab es aber nicht, ne? Weil der wäre ja auch noch spielberechtigt. Nein, gab es nicht. Also weder Tim Lemperle, der ja sowieso noch rekonvaleszent ist, noch Jan Thielmann, habe ich Rothenberg auch nachgefragt. Das war überhaupt keine Überlegung, weil die jetzt wirklich dem Profikader angehören und die sollen dann nicht in diesem Youth League-Spiel auflaufen. Eigentlich schade, ne? Weil den Jungs wird ja auch eine Erfahrung damit beklaut, sozusagen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass sie jetzt erstmal mit Blick auf den Klassenerhalt mit der Mannschaft trainieren sollen, mit der ersten Mannschaft. Mhm. Aber du würdest sagen, so der Spieler, auf den wir achten, neben Marvin Obutz, ist wahrscheinlich vor allen Dingen Justin Diehl.
Ja, war gegen Düsseldorf wirklich in ausnehmend guter Form. Hat ein wunderschönes Tor gemacht, zwei Tore dann noch dazu geschossen, wo er auch seine unglaubliche Schnelligkeit ausspielen konnte. Also das ist wirklich jemand, der sehr viel Tempo mitbringt. Und da sagt Stefan Rutenberg übrigens auch über die U19, die sind zwar spielerisch, vielleicht nicht so gut wie die letzten Jahrgänge, aber die haben deutlich mehr Tempo. Und das ist wirklich auch wahr. Müssen sie auch haben, denn bei den Belgiern ist das ähnlich. Also, jetzt muss man vielleicht darf man da ja auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Die Belgier machen uns, gerade was den Nachwuchsfußball anbetrifft, sehr viele Dinge vor, die nachahmenswert sind. Die haben zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, in den Jugendnationalmannschaften U15, 16 und 17 haben die nicht nur einen Kader, wo also 22 Spieler dann aufgeführt sind, die Besten des Jahrgangs sind, sondern die haben zwei Kader. Die haben nämlich in jedem dieser Jahrgänge haben die einen Zukunftskader. Und zwar werden da Spieler dann berufen, die jetzt körperlich noch nicht so weit sind, dass sie in diesen, ich sage jetzt mal A-Kader reinkommen, die aber fußballerisch begabt sind. Und das machen die Belgier seit 2008 und das hat sich wirklich sehr ausgezahlt, auch für KC Genk. Es gibt eine Statistik, dass sich aus diesem Zukunftskader, also mit den sogenannten Spätentwicklern, die also zu dem Zeitpunkt noch nicht gut genug waren, um in den A-Kader zu kommen, dass sich daraus 70 Erstligaspieler rekurriert haben und zwei Nationalspieler, nämlich Yannick Carrasco von Atletico Madrid und Timothy Castagne von Leicester City. Also das ist wirklich etwas, was nachahmenswert ist. Und jetzt kommt der Dreh zum 1. FC Köln. Der 1. FC Köln, man höre und staune, macht nämlich etwas ganz Ähnliches. Vielleicht habt ihr das im letzten Geisbock-Echo gelesen. Der 1. FC Köln führt seit dieser Saison für die Jugendmannschaften U13 bis U15 das sogenannte Bio-Banding durch. Bio-Banding heißt, da werden diese Mannschaften einmal pro Woche in Gruppen eingeteilt. Und zwar nicht in Gruppen nach dem Lebensalter, also U13 zu U13, U14 zu U14 und U15 zu U15, sondern in Gruppen nach dem Entwicklungsalter. Wenn man sich nämlich mal so die Mannschaftsfotos in U13, U14 anguckt, wird man feststellen, da gibt es teilweise Größenunterschiede von 30 Zentimeter drin. Ja? Da hast du also sehr große Spieler, sehr großgewachsene Spieler, dann auch wieder Spieler, die noch sehr klein sind, aber dann irgendwann eben einen körperlichen Entwicklungsschub bekommen. So, und man teilt also dann diese drei Mannschaften in Gruppen ein, die also nach dem Entwicklungsalter homogen sind und macht dann zwei Dinge mit denen. Die machen also erstmal, also einmal pro Woche ist das, machen erstmal ein Athletiktraining. Das ist deswegen notwendig, weil das ja so eine sehr sensible Phase ist, wo sich der Körper noch sehr stark entwickelt. Und da also ein ganz besonderes Athletiktraining für Muskel, Sehnen etc. notwendig ist. Und dann wird dann eben auch ein fußballspezifisches Training gemacht. Der Hintergrund des Ganzen oder die Idee dabei ist die, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt also sagen wir mal, die hochgewachsenen Spieler man nimmt, die ja in ihren Mannschaften wahrscheinlich kopfballmäßig sehr vorne dabei sind, dass die es dann mit Gegnern zu tun haben, die ganz genauso groß sind. Da kann man jetzt auch wieder einen Bezug zum FC herstellen. Wir alle kennen noch Lasse Sobisch. Groß gewachsen. Ich habe immer gedacht, dass der Kopfball stark wäre. Dann habe ich mit einem ehemaligen FC-Spieler gesprochen und der sagte, Sie müssen mal ganz genau aufpassen, wie der zum Kopfball geht, wie der den Kopfball ansetzt. Dann werden Sie sehen, dass der zwar viele Kopfbälle bekommt, aber
keine gute Kopfballtechnik hat. Dann habe ich dann hinterher wirklich dann auch mal drauf geachtet und das stimmt. Und jetzt wieder auf dieses Biobanding zurückzukommen. Das heißt, wenn die großgewachsenen Spieler, U13, U14, U15, die ja dann in einer Gruppe sind, wenn die dann zum Beispiel in dem Bereich, in dem fußballspezifischen Bereich, Kopfballtechnik trainieren, ja, dann kommen die auf Gegner, die jetzt nicht so einfach übersprungen werden können. Und da kann man dann also die Kopfballtechnik wesentlich besser ausfeilen, verfeinern, was den Spielern dann natürlich in ihrer weiteren Entwicklung zugutekommt. Also ich finde eine sehr interessante Sache, die, wie gesagt, ab dieser Saison durchgeführt wird, auch immer wieder überprüft wird. Und da wird man sicherlich gespannt sein, wie dann über vielleicht 1, 2, 3 Jahre hinweg dann die Effekte beim FC zu beobachten sind. Mich macht das ernsthaft betroffen, dass eigentlich so logische Sachen beim Fußball immer noch so betroffen, so, also das, als du das gerade erzählt hast, habe ich gedacht, ja, eigentlich total logisch. Ja. Weil, wenn du Kopf größer bist als dein Gegenspieler, ja, dann musst du dich beim Kopfball gar nicht anstrengen. So ist das. Weil selbst wenn du nur normal hochspringen musst, müsste der andere schon extrem hochspringen, um den an den Ball zu kommen. Das heißt, die Qualität deines Kopfballs wird wahrscheinlich in dem Alter gar nicht so ausgeprägt werden, weil du gar nicht so hoch springen musst. So ist es. Ganz genau. Ja. Auf der anderen Seite eben dann, sagen wir mal so, wir kennen ja alle diese kleinen, wendigen Spieler, die jetzt, sagen wir mal, um ihre großgewachsenen, vielleicht manchmal ein bisschen hüftsteifen Mannschaftskameraden Kringel laufen. Die haben es natürlich dann eben auch in ihrer Gruppe mit ebenso kleinen, wendigen Spielern zu tun. Und das kann sich natürlich auch positiv auf deren, ich sag mal, Dribbeltechnik, Ballmitnahme etc. auswirken. Spannend. Total, ja. Es klingt wirklich so total banal und plausibel. Aber du hast recht, manchmal wird im Fußball mit so kleinen Dingen das Rad neu erfunden. Ja. Also selbst vor 30 Jahren bei mir im Judo-Verein mussten immer die gleichen Größen gegeneinander kämpfen und nicht die gleichen Altersklassen. Aber scheint im Fußball immer noch was Neues zu sein. Das ist schon faszinierend. Ja, ich glaube, das ist halt in diesen Mannschaftssportarten, weil du halt immer in diesen Jahrgängen denkst. Ja. Na, also ich meine, da sagst du, welcher Jahrgang bist du? Ja, das, der und der Jahrgang. Ja, alles klar, dann geh mal bitte nach links. Also, ja. Klar. Also das Interessante ist nämlich auch, vielleicht, also da so zwei Dinge kurz noch, dass man eben jetzt auch dran denkt, wenn jetzt Spieler mal in der U11, 12, 13 zum Probetraining kommen, ja, dass man dieses Probetraining auch mal ein bisschen anders aufzieht, ne? Dass man also jetzt, beim Probetraining haben die immer jedenfalls einen Teil des Probetrainings, sagen wir mal, wenn sie altersmäßig in die U13 gehörten, in der U13 gemacht. Ja? Und jetzt kann man ja hingehen und sagen, so, was ist das für ein Spielertyp? Ja? Wie ist der körperliche Entwicklungsgrad? Ne? Lass mal den doch mal vielleicht gegen jemanden spielen aus der U14. Ja? Das ist das eine, was also daraus erwachsen kann. Und das Zweite, was daraus auch auf lange Sicht erwachsen soll, ist, dass man nicht nur Biobanding-Training macht, sondern, und da gibt es auch schon die ersten Kontakte, Biobanding-Spiele. Ja, dass man also auch dann nicht unbedingt nur noch U13 gegen U13 spielen lässt, sondern eben dann aus diesem Bereich eine U-Banding-Mannschaft, die jetzt, sagen wir mal, groß gewachsen ist, gegen eine andere U-Banding-Mannschaft, die ebenfalls groß gewachsen ist, spielen. Also aus der U19 wird quasi eine U1,90. So ungefähr. Ja, vielleicht nicht 1,90, aber. Ja, 1,78 oder so. Ja, genau. Ja, ganz spannend. Auch witzig, dass es bei sowas dann wieder so einen coolen neuen englischen Namen geben muss. Ja, das kommt daher, weil das eigentlich auf dem Mist von Manchester United gewachsen ist. Ne? Die haben das wohl im englischen Profifußball
als Erste gemacht, haben da auch Nachahmer gefunden. Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht herausfinden können, inwieweit das in Deutschland außer dem FC noch irgendwo gemacht wird. Nachdem jetzt dieser Podcast rauskommt, werden es alle machen tatsächlich. Wir werden da Copyright eben drauflegen genau. lassen. Für nein, den FC. Und dann werden wir Umsätze machen und dann darf der FC gerne bei uns anfragen, ob er es auch noch weitermachen darf. Ja. Kann mir denn einer von euch beiden diesen Wettbewerb an sich, also die Youth League, erklären? Ich glaube, ich komme da intellektuell an meine Grenzen. Es gibt ja zwei verschiedene Stränge in diesem Wettbewerb sozusagen. Ja. Einmal die Gruppenphase, wo quasi die Gruppen der echten Herren Champions League nachgebaut worden sind, also wo dieselben Mannschaften gegeneinander spielen. So ist es. Aber es gibt auch noch einen Meisterweg und das kapiere ich irgendwie nicht. Also vielleicht so ganz kurz, es gibt in diesem Champions League Weg, ja, wo also die Jugendteams der Champions League Mannschaften sind, gibt es 32 Teams. In dem Meisterweg, das ist also, der heißt Domestic Champions League. Das sind auch 32 Mannschaften. Und was jetzt passiert ist, in diesem Champions League Strang hat man also 8 Gruppen. Dann werden jeweils in jeder Gruppe die ersten beiden kommen weiter. Das sind dann also die ersten 16. In dem Domestic Champions League Weg kommt nach der ersten Runde, die ja jetzt ausgespielt wird, werden sich 16 Mannschaften erweisen. Und diese 16 Mannschaften werden dann nochmal in ihrem Strang eine Runde spielen, sodass dann schlussendlich 8 Mannschaften übrig bleiben. Man hat also dann 8 Mannschaften gegen die Mannschaften der Champions League und da wird dann also dementsprechend weiter bis zum Endspiel gespielt. Okay, verstehe ich. Aber gibt es denn irgendeinen Grund für diesen komplizierten Modus? Ich glaube, der Grund für diesen Modus ist der, dass man also nicht nur auf diese Mannschaften der Champions League setzen wollte, wenn man sich gesagt hat, glaube ich auch zu Recht gesagt hat, das müssen ja jetzt nun nicht die besten Jugendmannschaften sein. Ja, man wollte also auf der anderen Seite auf jeden Fall sicherstellen, dass in diesem Wettbewerb eben auch eine Mannschaft dann hinterher sich als Sieger herausstellt, die also wirklich von der Qualität her auch die absolut beste ist. Und deshalb hat man diese beiden Stränge gemacht. Okay, man hätte einfach alle Gruppen packen können. Ne? Hätte man, ja. Wäre irgendwie intuitiver gewesen für mich jetzt, aber gut, steckt noch nicht immer drin. Ja. Nee, ich glaube, wir sind alle ein Stück schlauer, als wir das vorher waren. Das Spiel ist am Mittwoch, den 29.09. um 18 Uhr im Franz-Krämer-Stadion. Es werden bis zu 2.500 Zuschauer erwartet, hat man mir mitgeteilt auf meine Nachfrage. Es gibt noch ein paar ganz wenige Restkarten für kurz entschlossene Hörerinnen und Hörer. Und ich glaube, Teile dieses Podcasts werden ja auch vor Ort sein, oder? Teile dieses Podcasts werden natürlich vor Ort sein. Selbstverständlich. Wo kann man denn diesen Teil vielleicht treffen, wenn man mit dem ein Bier trinken möchte? Ja, wenn man einen Teil dieses Podcasts treffen möchte, dann kann man so ab ungefähr 16 Uhr, also irgendwann zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr werden Teile dieses Podcasts am Eingang des Geisbockheims am Cheftrainerparkplatz zu finden sein. Also, mit der Schiebermütze. Genau, mit der Schiebermütze. Nee, vielleicht ist er ja da, vielleicht gibt er mir dann seine Schiebermütze. Ich wollte ja ohne Witz, ich wollte ja extra für dich eine Schiebermütze mit unserem Logo bedrucken lassen. Das gibt's aber nicht. Es gibt keine Firma online, die Schiebermützen bedruckt. Oder wenn, dann für sehr, sehr teures Geld. Mhm. Bin ich dir das nicht wert? Ist noch eine Marktlücke. Mhm. Marco, du willst die Antwort auf diese Frage nicht wissen.
Antwort auf diese Frage würde mich betroffen machen, wahrscheinlich. Ja, ne? Wahrscheinlich. Kannst du mal googeln, was das kosten würde, und dann weißt du genau, wo meine Grenze für dich liegt. Was hast du gegoogelt? Bedruckte Schiebermütze? Irgendwie sowas. Schiebermütze selbst bedrucken oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe verschiedene Begriffe versucht, bis ich einen gefunden habe, der es überhaupt mal anbietet. Nee, also man trifft. Aber also allein, dass Schiebermütze FC Köln sofort als erstes kommt. Ja, ja. Das liegt doch an deinem Suchalgorithmus wahrscheinlich, so. Oder? Weil du ihn ja wahrscheinlich öfter mal erst FC Köln Sachen gesucht haben wirst. Ja, muss man mit neutralen Browser versuchen irgendwann, was dabei rauskäme. So, kann man das Spiel eigentlich irgendwo im Fernsehen verfolgen, wenn man nicht im Stadion sein soll? Leider nicht. Also es ist, ja, ich glaube, in der Vergangenheit war es immer so, dass Sport 1 übertragen hat. Die Youth League-Rechte sind jetzt in Deutschland auf The Zone übergegangen und die übertragen zwar Spiele, aber nur sehr wenige und leider nicht das Spiel des 1. FC Köln gegen Karlsruhe Genk. Schade. Skandal. Dann müsst ihr doch alle ins Stadion kommen. Dann ist ja. der letzte Call to Action hier, quasi live ins Stadion gehen. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, noch Stehplätze, Restbestände. Sitzer weiß ich gerade auswendig jetzt gar nicht. Kann ich versuchen, gleich noch live nachzuschauen. Aber es gibt noch Karten. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht hinzukommen, wenn man nicht beruflich eingespannt ist. Also wer eh nur zu Hause rumhängt und chillt, der kann auch kommen und da die Jungs unterstützen, würde ich sagen. Ich glaube, die freuen sich über jeden, der anwesend sein wird. Wisst ihr irgendwas, ob organisierte Fanszene da sein wird? Ich habe ja meine Kontakte spielen lassen und jemanden von der aktiven Fanszene angeschrieben, namentlich den Shell. Ich hatte ihn nämlich gefragt, ob morgen die U19, ob die aktive Fanszene vor Ort sein. Er hat gesagt, nur vereinzelt, aber nicht organisiert. Und ich kann schon mal einen Ausblick geben, es wird in den nächsten Podcast-Folgen sicherlich auch ein Update aus der aktiven Fanszene zu den weiteren Schritten der aktiven Fanszene geben. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, weil gegen Leverkusen sollen ja über 46.000 Zuschauer zugelassen sein. Und da wird sich ja die Frage stellen, inwieweit die aktive Fanszene sich dann ins Stadion wieder zurück begibt oder nicht. Ja, das ist in der Tat eine entscheidende Frage. Bevor wir uns aber von der U19 komplett entfernen, ich wollte noch einen Hinweis geben, die Karten sind gratis. Das sind Freikarten, die kosten nichts. Dortmund zum Beispiel nimmt Geld, also sehr kleine Eurobeträge, aber die nehmen Geld für den Eintritt. Bei Köln sind sie for free, also noch ein Grund mehr, warum man da hingehen sollte, auch wenn es vielleicht gerade Ende des Monats schon ist. Es kostet nichts, außer vielleicht eventuell die Anfahrt. Muss aber per Online bestellt werden. Ne? Genau. So, jetzt entlassen wir ihn mal in seinen Restgeburtstag. Du hast noch 2 Stunden Zeit, noch hier die Kerze auf dem Yes-Turkey auszublasen. Aber nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du sogar an deinem Ehrentag hier bei uns da gewesen bist. Kurt Ludwigs von fc.com. Vielen Dank, lieber Kurt. Sehr gerne geschehen. Ich bedanke mich auch bei Marco, der dann wahrscheinlich nach dem Spiel der U19 wieder in den kalten Entzug muss. Danke, dass du da gewesen bist. Wie immer. Ja, genau. Ja, bist du nächste Woche nicht. Im Edgeland oder im normalen? Nein, ich bin wieder ganz normal. Leider wieder in Lohn und Brot. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass wir immer noch so wenig Spender und so wenig Follower haben, muss ich immer noch tatsächlich arbeiten gehen. Das ist ein Graus. Ja, scheiß Kapitalismus, Mensch. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Marco, du bist der Ruppertennis. Ich bin KY Lennep. Der Kurt ist der Kurt. Und wir sind trotzdem hier. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.